Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Schwert. In der letzten Folge haben wir die Hauptstory beendet. Das heißt, ich bin Champ geworden und heute nehme ich mal zur Sicherheit auf, wenn ich aus meinem Raum gehe, weil meistens passiert da was. Ich hatte recht. Ach, die ehemalige Professorin. Du hast es geschafft, du bist der neue Champ. Herzlichen Glückwunsch. Hier, das ist für dich, zur Feier deines Titels. Ach, da ist der Meisterball. Den hatte ich schon vermisst. Aber, nein, das war die Mutter. Aber Professor Magnolica, sie hätten doch nicht extra herkommen müssen. Miri hat so viel für uns vollbracht, das ist das Mindeste, was ich tun kann. Die Wunschsterne, die das Dynamax-Phänomen verursachen, sind Teile von Endynalos. Als es erwachte, wurde also die Region mit der Energie durchströmt, die für Dynamax nötig ist. Hätte niemand eingegriffen, wäre Galar einer Horde ungezügelter Dynamax-Pokémon zum Opfer gefallen. Aber Miri und die anderen haben uns alle gerettet. Nun ja, das Dynamax-Phänomen ist schon seit langem ein fester Bestandteil der Kultur Galars. Ich wünsche mir, dass diese Kraft in Zukunft nicht mehr missbraucht wird. Also dann, Miri, lebe dein Leben, wie du es für richtig hältst. Tschüss. Professor Magnolica hat sich so intensiv mit dem Dynamax-Phänomen beschäftigt. Kein Wunder, dass sie sich solche Gedanken um die Taten des Liga-Präsidenten macht. Ja. Boah. Traurig. Für sie. Erkunde die Galar-Region nach Herzenslust. Na, das ist doch mein gutes Ziel. Taucht noch einer auf? Hopp oder so? Wie geht's Hopp? Wo ist Hopp? Ich weiß gar nicht, wie die Nachstory weitergeht. Was ich dafür machen muss, dass es weitergeht, wo ich hin muss. Keine Ahnung. Ist Hopp da? Hopp? Hallo? Okay. Na gut. Vielleicht hat die Mutti ja was von Hopp. Wir reden mal mit der. Ah! Wände, immer sind die im Weg. Okay. Die sagt auch nichts Wichtiges. Vielleicht ist Hopp oben. Oh mein, wenn ich noch mal in dieses Haus rein und raus gehe, ne? Es tut mir leid, Leute. Oh, das ist die Oma? Okay. Okay. Nichts Wichtiges. Oh, ein Item? Liebe Miri, dieses Glumanda ist etwas ganz Besonderes. Ich will, dass du ein neuer Trainer wirst. Lass uns bald wieder nach Herzenslust kämpfen. Kann das Giga Dynamax, wenn es dein Glurak ist? Cool. Ja, ich will ihm natürlich einen Spitznamen geben. Wartet. Wo sind denn meine Spitznamen? Ein paar habe ich noch. Ich habe sogar noch eine ganze Menge. Mal gucken, was uns noch in der Afterstory erwartet. Bin gespannt. Ich glaube, es kommt noch was. Ich habe gehört, es ist nicht mega viel. Aber es kommt noch was. Wir sind also noch nicht fertig hier in Galar. Tschüss. Okay. Hopp ist nicht da. Ja, hat sich schon mal gelohnt, hier reinzukommen, ne? Also, für so ein Glurak, Glumanda. Hat sich das gelohnt. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal in Schlummerwald und gucke, ob da noch irgendwas ist. Weil nach den Endcredits hat man da noch eine Sekunde den Schlummerwald gesehen und vielleicht erwartet mich da ja noch was. Weil irgendwas muss mit den legendären Pokémon ja noch sein. Hallo? Jetzt kann die nicht durch dieses Tor laufen. Wie die aufploppen über. Ist schon lustig. So, dann laufen wir hier einmal durch. Ich hoffe, ich werde nicht allzu oft vom Pokémon angegriffen. Zur Not fange ich die. Ich muss ja den Pokédex noch voll machen. So ist ja nicht. Ich muss auch noch schauen, wo ich Flottbälle kaufen kann. Weil Flottbälle sind eigentlich immer ganz gut, wenn man viele Pokémon schnell hintereinander fangen will. Alolas Mogon. Ja, läuft bei mir. Nein. Galasmogmog. Schon ein seltsames Pokémon. Ich bin echt verwirrt davon, dass es das eine Alola-Form sind und das andere sind Galar-Formen. Ah.
Hat sich ja doch gelohnt, noch in den zweiten Gang zu laufen. So. Ah, hier fängt auch wieder die Musik an. Wir sind hier wieder bei der Brücke. Dieses Wolfsheulen. Hallo? After Story! Der ist Hop. Hä, Miri? Was machst du hier im Wald? Das könnte ich dich auch fragen. Niemand traut sich in den Wald, in dem Zakian und Zamazenta geschlummert haben. Deswegen ist es hier auch so ruhig. Ein idealer Ort zum Nachdenken. Wie, was sagst du da, Miri? Du hattest das Gefühl, von irgendwas hierher gerufen zu werden? Seltsam. Oh, da fällt mir ein, ich habe dir ja noch gar nicht zu deinem großen Sieg gratuliert. Herzlichen Glückwunsch, Miri. Versteh das nicht falsch, aber ich hätte echt nicht gedacht, dass meine liebe Nachbarin meinem Bruder den Titel abnehmen würde. Er ist schließlich der allerbeste Trainer Galas, der unschlagbare Champ. Wenn ich ehrlich bin, kann ich es immer noch nicht ganz glauben. Du bist wirklich eine einzigartige Trainerin, Miri. So einzigartig, dass ich es nur schwer fassen kann. Sag mal, würdest du noch mal gegen mich kämpfen? Okay. Danke. Ich will spüren, mit welcher Power du die Laien übertrumpft hast. Sag mir sofort Bescheid, wenn du bereit bist. Dann kämpfen wir noch mal. Ja. Passt so. Wenn er wieder das Schaf ganz vorne einsetzt, passt das so. Ja, auf geht's. Los geht's. Na dann komm her, Hopp. Da ist es wieder. Wie schön. Das ist echt gefährlich, dass das da vorne unten noch so Hörner hat. Ist das schneller gewesen? Ja, was tatsächlich. Mist. Au, wow, krass. Oh, okay, das war ein Crit. Ja, gut. Fies, aber okay. So. Level up. Eigentlich wollte ich nicht Elektrofeld lernen, aber okay. Kramor. Da wechsle ich doch lieber. Hallo, Kramor. Schauen wir mal. Funkensprung. Schade, nicht paralysiert. Das ist fies. Bin ich jetzt immer noch schneller? Nee, tatsächlich nicht. Und jetzt kommt er mit dem Sturzflug. Da hätte ich mal lieber Stromstoß eingesetzt. Das ist ja fies. Kommt er mit dem Sturzflug. Aber ich glaube echt, ein Stromstoß hätte auch nicht gereicht. Dafür hält Kramor zu viel aus. Relaxo. Da geht's zurückgewechselt. Das darf wieder Lauchzulot. Hallo. Hallo, Relaxo. Durchbruch. Ah, nicht schlecht. Weggecrittet. Das ist schon traurig für so ein Relaxo. Und, ach, der Vogel. Der Vogel. Und zurückwechseln. Gut, dass ich immer nur zwischen den gleichen beiden Pokémon hin und her wechsle. Das, so muss das sein. Das ist super. Machen wir das weg. Ja, tut mir leid für dich. Oh, hat das viel Schaden an mir gemacht. Aber es hat sich gelohnt. Da kommt sein Starter. Da setze ich natürlich mein Starter ein. Logischerweise. Ich denke, ein Präzisionsschuss tut gut Schaden machen.
wird gut Schaden machen, was auch immer. Was hat er denn als letztes noch? Ach, das, ach ja. Ach ja, der Spritzsiegel. Das hatte ich irgendwie voll vergessen, aber ja, klar. Da war ja was. So. Go one-hitted. Ja, hopp. Wird ja irgendwie nicht besser für dich, tut mir leid. Oh, das, es tut mir manchmal ein bisschen leid. Ich hätte nicht gedacht, dass du mir so weit voraus bist. Ein bisschen kann er einem leid tun. So nervig er manchmal ist. Ich weiß nicht, warum ich mir jemals Chancen gegen dich ausgemalt habe. Immerhin hast du die Leinen den Unschlagbaren besiegt. Sagt mal, müsst ihr zwei Kids so laut sein? Sorry, kleiner Spaß. Oh, Sanya. Herzlichen Glückwunsch zu deinem großen Sieg, Miri. Jetzt bist du der Champ. So sieht's aus, danke. Sieh mal einer an, du hast auch eine gesunde Portion an Selbstbewusstsein hinzugewonnen? Nee, das war von Anfang an klar, dass ich Champ werde, also bitte. Was machst du eigentlich hier? Erledigst du was für Professor Magnolica? Um ehrlich zu sein, arbeite ich nicht mehr als Assistentin für meine Großmutter. Ich bin nämlich jetzt selbst Professorin. Kann man sich den Titel einfach kaufen in der Pokémon-Welt oder wie läuft das? Was? Echt jetzt? Ich bin euch beiden übrigens sehr dankbar. Nur durch unser gemeinsames Abenteuer ist mir bewusst geworden, dass ich mich intensiver mit der Geschichte Galas befassen will. Außerdem habe ich Pokémon noch viel, viel lieber gewonnen als zuvor. Ich habe auch ein Buch geschrieben. Hier ist sogar mit Autogramm eine echte Rarität. Wie hast du in den 5 Sekunden ein Buch geschrieben? Ghostwriter wahrscheinlich. Okay. Ich habe schon eine Ausgabe. Ich habe mir meine gleich gekauft, als das Buch rauskam. Echt? Danke. Ich kann es dir nachher gern signieren. Meine Großmutter sieht mich jetzt in einem ganz anderen Licht, nicht zuletzt wegen des Buchs. Aber das ist erst der Anfang von Professor Sanyas Karriere. Das verspreche ich euch, Kids. Das glaube ich dir aufs Wort, Sanya. Du und Miri, ihr seid echt fantastisch. Ich habe großen Respekt vor euch. Ach übrigens, was macht ihr hier eigentlich? Ach, ich verstehe schon. Ihr seid bestimmt hier, um das rostige Schwert und den rostigen Schild zurückzubringen, oder? Ihr hattet ja sicher nicht vor, sie einfach zu behalten. Nein. Wo denkst du hin? Das werden wir doch niemals tun. Ihr habt es komplett vergessen. Ich fasse es nicht. Aber mal ehrlich, ich glaube nicht, dass es im Sinn von Zakian Zamazenta wäre. Hey Miri, meinst du nicht, du hättest das Gefühl, dass dich irgendwas herruft? Vielleicht hat das ja damit zu tun. Los, geben wir das Schwert und den Schild zurück, um uns für die Rettung zu bedanken. Ich wette, dann sehen wir Zakian und Zamazenta irgendwann wieder. Na gut. Hier, bitte, viel Spaß mit dem rostigen Schwert. Vielen Dank für eure Hilfe. Wir sind ein bisschen spät dran, aber wir bringen euch eure Schätze wieder. Hopp und du geben das rostige Schwert und den rostigen Schild zurück. Das wäre erledigt. Lass uns nach Hause gehen, Miri. Was hast du jetzt vor, Sanya? Ich bleib noch etwas im Wald, um ein paar Nachforschungen anzustellen. Hä? Der Energiequellendetektor schlägt aus. Wow. Oha. Wir haben uns schon gefragt, was hier diesen Lärm veranstaltet. Da hat der eine Haare wie ein Schwert und der andere wie ein Schild. Sind sie etwa Prof... Ich kann das nicht. Warum haben die so Frisuren? Was ist das? Sind sie etwa Professor Sanya, die Autorin von Die Geschichte Galas? Ja, das bin ich. Hast das ja mein Buch gelesen? Gewiss doch, wir haben keine Seite, kein Buchstaben ausgelassen. Wir haben es nicht nur gelesen, sondern auch gleich eine angemessene Bewertung im Internet hinterlassen. Ich zitiere: Ein widerliches Buch voller Lügen, leider nicht mehr wert als einen Stern. Was sind das für Könnt ihr bitte aufhören, so zu wackeln? Wie bitte? In meinem Buch stehen ganz sicher keine Lügen. Sag mal, geht's noch? Das ist super unhöflich. Ich bin Schwertold. Und ich bin schildrig.
In unseren Adern fließt blaues Blut, denn wir sind die einzig wahren königlichen Erben Galas. Und nicht nur das, wir sind obendrein auch noch unheimlich berühmt. Wahre Erben, blaues Blut, was faselt ihr da? Was stimmt mit ihnen denn nicht? Oh, oha, sind das etwa das Schwert und der Schild, von dem wir so viel gehört haben? Oha, oha, sind die echt? Die sehen ja unfassbar schäbig aus. Ich bin nicht gerade erpicht darauf, sie mit bloßen Händen anzufassen. Hey, nein, nein, nein! Schildrich und Schwerthold. Was? Wie kommt man denn auf die Idee, bitte? Hey, Finger weg, wir haben die eben erst zurückgebracht. Wer hat dich denn nach deiner Meinung gefragt? Wir haben nur etwas vom Boden aufgelesen. Aber da du dich so lautstark beschwerst, kannst du sicher beweisen, wem sie gehören, ha? Ha, wie soll ich denn beweisen, wem dieses uralte Zeug gehört? Jedenfalls sind das Schwert und der Schild sehr wichtig für Zaki und Zamazenta. Du meine Güte, für einen einfachen Jungen aus dem niedrigen Volk legst du einen ziemlich frechen Ton an den Tag. Wenn du dich so weit aus dem Fenster lehnst, macht es dir sicher nichts aus, diese Sachen in einem Kampf zu klären. Wir sind nämlich so berühmt, dass wir uns für keinen Kampf zu schade sind. Was auch immer das heißen soll. Du hast die Ehre, seine Haare. Du hast die Ehre, gegen mich, den mächtigen Schwerthold, kämpfen zu dürfen. Dankeschön. Schwerthold. Er hat einen Lauchzulot. Nein, das hat er nicht verdient. Er hat einen Lauchzulot nicht verdient. Das ist einfach nicht richtig. Dass er seine Haare. Macht er mich nach? Macht er mich gerade nach? Vor allem ist mein Pokémon voll geschwächt. So. Hier haben wir jetzt geklärt, wer das bessere Lauchzulot hat. Ich. Class, okay. Und Abschlag. Tja, auf Wiedersehen. Was kommt als nächstes? Tektas. Tektas. Was ist denn das? Käfer, Wasser, ne? So. Interessantes Team. Hallo? Stromstoß. Oh, es ist schneller. Krass, hätte ich nicht gedacht. Aber ja, klar, Überrumpler. Haha. Ist klar, dass es damit schneller ist. Okay. Das war gemein. So, Overdrive. Ja, das hält selbst das Tektas nicht aus. Und ein Cesurio. Okay. Was auch immer es mit den zwei auf sich hat. Seltsame Typen. Pah, das waren genug Aufwärmübungen. Es wird Zeit, dass ich ernst mache. Wenn seine Haare nur aufhören würden, sich so zu bewegen, ne? Auf Wiedersehen, nicht mein Chris. Das ist doch schön. Oh, wie konnte das passieren? Meine Pokémon. Ich verstehe immer noch nicht, warum die nur 4 Pokémon haben. Das ist doch klar, dass man dagegen 6 Stück verliert. Ich habe das rostige Schwert wieder. Pah, es scheint, als hätte ich deine Fähigkeiten unterschätzt. Immerhin hast du das Team besiegt, das mich auf meinen Spaziergängen begleitet. Bravo. Wie dem auch sei, dem Lachen nach zu urteilen, hat mein jüngerer Bruder den Sieg errungen. Och, hopp. Tut mir leid, Miri, ich habe verloren. Ahaha, was war denn los, Junge?
Hat dich meine glorreiche Haarpracht zu sehr eingeschüchtert? Oder warst du mit den Gedanken einfach woanders? Aber sag mal, lieber Bruder, ist das nicht der Trainer, der Endynalos unter Kontrolle gebracht hat? Jetzt, wo du es sagst? Ja, du hast recht. Das muss der kleine Rotzlöffel sein, der uns die Chance genommen hat, als Helden im Rampenlicht zu stehen. Meinen Informationen zufolge war sie auch Zeuge der Zerstörung der Wandmalerei, die unsere Vorfahren zur Kunst vorangefertigt hatten. Solch ein Frevel. Dann hat dieses Gör also die Zerstörung der Wandmalerei zu verantworten, die unsere Familie seit Generationen verehrte? Das ist eine Lüge. Meint sie die Wandmalerei, die die Statuen von Zakian und Samacenta verdeckt hat? Miri hat überhaupt nichts damit zu tun, dass sie zerstört wurde. Ziehen wir uns fürs Erste zurück. Nächstes Mal bringen wir stärkere Pokémon mit und dann stampfen wir sie in Grund und Boden. So machen wir es. In diesem Sinne, ade. Hey, hier geblieben, gib den rostigen Schild zurück. Warte, Hopp. Also wirklich, er kann denen doch nicht einfach Hals über Kopf nachjagen. Du trägst das Ganze wie immer mit Fassung, hä? Ja, deswegen gucke ich immer gleich. Seltsam, dass Hopp gegen diesen Schnösel verloren hat. Er wirkte etwas unkonzentriert während des Kampfs. Vielleicht war das ja der Grund. Immerhin muss er dabei zusehen, wie du als seine Rivalin zum Champ geworden bist. Selbst jemand wie Hopp wird es zu schaffen machen, wenn er das Ziel vor Augen verliert. Aber damit beschäftigen wir uns später. Jetzt müssen wir erstmal diese beiden Clowns, Schwerthold und Schildrich, finden. Und ich habe auch schon eine Idee, wie wir das anstellen können. Wollen wir das vielleicht im Labor in Brassbury besprechen? Okay. Danke. Ich hätte gar nicht fragen müssen, was? Gut, dann bis gleich im Pokémon-Labor. Okay. Gut. Leute, ich würde sagen, das war's jetzt aber erstmal mit der Folge. Wie es weitergeht hier mit Schildrich und Schwerthold. Nein, warte. Schildrich und Schwerthold sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann, macht es gut und tschüss.